Tempeldokument. Okay, die Magdalenata. Ich habe alle schwarzen Amazonen im Hesinde-Tempel getötet. Die Magdalenata, die sich im Hesinde-Tempel aufhielten, sind besiegt. Ich sollte Spieß Effing davon berichten. Bei dem Magdalenata habe ich ein Dokument gefunden, in dem von einem Adamanten die Rede ist. Das ist der, das Auge der Göttin genannt wird. Angeblich besitzt dieser Adamant magische Kräfte. Ich sollte Dorion und Adat auf das Dokument ansprechen. Vielleicht können sie mir etwas dazu sagen. Ich sollte Dorion und Adat auf das Dokument ansprechen. Vielleicht können sie mir etwas dazu sagen. Ich will in die Richtung, bitte. Steinsarg. Ja gut, hier haben wir schon alles. Ich muss aber noch den zweiten Novizen hier drin finden. Ist aber schon mal nett zu wissen, dass alle Amazonen hier drin tot sind. So, jetzt sind wir in dem Teil. Irgendwo hier wird ja dann unser zweiter Novize rumhängen. Da wollte ich hin. Ah, es fehlen noch 230 Abenteuerpunkte. Ihr fehlen aber nicht mehr viel. Dann hätten wir endlich mal Level 19 erreicht. Map. Die Map will ich. Ich frage mich aber gerade ernsthaft, wo ist der andere Novize? Weil hier geht es nur die Treppe wieder hoch und da haben wir alles abgesucht. Also, wenn wir... Da. Avanti. Hier hinter dem Pult hat er sich nicht versteckt. Werden wir also alles nochmal abgeben müssen, um Avanti zu finden. Weil hier ist er auch nicht. Also in dem Bereich ist er nicht. Und ja, das hier führt mich eigentlich, das sind die geweihten Räume, nur wieder in die... Ja, in die geweihten Räume zurück. Und da habe ich eh schon alles abgesucht. Ich werde ihn ja kaum unten übersehen haben, oder? Also hier ist der Einsturz, ja. Also ich meine ganz unten in den Höhlen. Hier liegt nur ein Skelett rum und eine leere Säule.
Hier habe ich ein paar Amazonen getötet. Hier zwischen den Steinsärgen liegt er nicht. Hier hinten ist er auch nicht. Ja, hier geht's dann wieder nach unten. Aber da unten habe ich ihn definitiv nicht gesehen. Also ich war total blind. Bevor wir uns noch zwei, dreimal auf den Weg machen, gucken wir hier unten nach. Den Flimflam lasse ich jetzt mal aus. So, hier haben wir gegen die Amazonen gekämpft. Und hier liegt kein Avant hier rum. Die Amazonen sind übrigens schon despawned. Kann sein, dass er oben in der Kuppelhalle rumliegt und wir das gar nicht gesehen haben. Oder dass er sich da irgendwo versteckt. Das heißt, wir gucken hier nochmal überall. Du kannst nicht Avanti sein, du bist schon ein bisschen zu zerfallen. Hier ist alles eingestürzt. Hier liegt auch kein Avant hier rum und in dem Raum haben wir den anderen gefunden. Die werden nicht bei demselben Raum liegen, nein. Ja, und hier haben wir auch schon gegen Amazonen gekämpft. Aber selbst hier kein Avanti.
Okay, jetzt gehen wir mal wieder hoch. Vielleicht ist er wirklich oben irgendwo hat er sich da versteckt und wir haben ihn da nicht gesehen. Also hier in den Räumlichkeiten. Hier ist er schon mal nicht. Hier ist er auch nirgends. Hier sehe ich ihn auch nirgends. Da geht es nur wieder runter. Hinter dem Pult hat er sich auch nicht versteckt. Da geht's nach oben, da wollen wir erstmal nicht hin. Bleiben nur noch die zwei Räume hier. Hier ist er auch nirgends. Da hat er sich versteckt. Bitte tut mir nichts. Ihr seid das. Ich hab schon gedacht, die Magdalenata hätten mich doch noch entdeckt. Da bist du ja, Wand. Ich hab dich gesucht. Erzähl mal, was hier passiert ist. Das weiß ich auch nicht genau. Ich hab hier unten noch ein paar Bücher zusammengeräumt, als ich plötzlich laute Stimmen gehört habe. Also hab ich nachgesehen, wer den Tempel so spät noch einen Besuch abstattet. Und dann hab ich diese schwarzen Amazonen gesehen, hab mich schnell umgedreht und habe mich hinter diesen Kisten versteckt und mich nicht wieder hervorgewagt. Gesinde sei Dank, dass sie mich nicht entdeckt haben. Weißt du, was sie hier wollten? Ich glaube, sie suchen eine Schriftrolle. Ich habe mit anhören können, dass sie ausgeschickt wurden, um ein sogenanntes Auge der Göttin zu finden. Angeblich steht in diesem Dokument, wo es zu finden ist. Haben sie sonst noch etwas gesagt? Aus ihren Bemerkungen habe ich geschlossen, dass es sich bei diesem Auge um einen Edelstein handelt. Aber ganz sicher weiß ich es nicht. Wahrscheinlich hat es mit der schwarzen Göttin zu tun, die sie anbeten. Weißt du etwas über dieses Dokument? Nein, davon weiß ich nichts. Aber es ist gut möglich, dass es sich hier im Tempel befindet. Es wird noch Monate, wenn nicht sogar Jahre dauern, bis alle Aufzeichnungen, die in der Bibliothek gelagert werden, sortiert worden sind. Wisst ihr, was mit den anderen ist? Denen geht es gut. Sie warten vor dem Tempel. Du solltest jetzt ebenfalls den Tempel verlassen. Ja? Meint ihr denn, es ist jetzt sicher? Ja, du kannst den Tempel beruhigt verlassen. Zumindest auf dieser Etage treiben sich keine schwarzen Amazonen herum. Okay, damit haben wir das erledigt. Ich habe Avanti gefunden. Er hat sich hinter ein paar Kisten versteckt. So. Das heißt, wir können nochmal einen Quicksave machen. Hier wurden unsere beiden Leute zusammengeschlagen, deswegen liegt da noch das Blut rum. So, jetzt ist die Frage, darf ich den Hesinde-Tempel verlassen oder stürzt dann das Spiel auch ab? Und ja, stürzt ab. Ist kein Problem.